zeige euch jetzt mal, was ich normalerweise immer mit in meiner Sporttasche habe. Und ich hoffe, wir erleben jetzt hier keine bösen Überraschungen. Die erste Hürde, wir machen sie auf. Das ist keine Sporttasche, das ist ein Rucksack. Der Grund des Rucksackes ist eigentlich ganz klar, ich fahre mit dem Fahrrad. Deshalb ein Rucksack. Und jetzt kommt eigentlich das allerwichtigste Equipment für mich und das ist mein Next Level Lost Buch. Das heißt, das ist mein Trainingstagebuch. In dem Falle jetzt hier fürs CrossFit und da trage ich tatsächlich jedes einzelne Training ein und ja, jedes einzelne Gewicht. Da kommen Totenköpfe rein, wenn ich versagt habe. Seht ihr das? Snatch. Ja, das ist so ein richtiges Heiligtum. Das habe ich auch seit Beginn meiner Trainingskarriere. Natürlich nicht das Buch, sondern mehrere. Es sei denn, ich war nur einmal pro Jahr. Was ist noch in meinem Gymbag? Tatsächlich, ich habe immer, aber das ist eine Lippenpflege, weil meine Lippen ja immer so spröde sind. Und zwar sind das so eine Art, nein, es sind keine Gewichtheberschuhe, aber das sind die Schuhe, die ich anziehe, wenn ich schweres Krafttraining betreibe. Das heißt, wenn ich Kniebeuge mache, Kreuzheben und so weiter und so fort, da ziehe ich nicht ganz normale Laufschuhe an oder irgendwas, sondern da ziehe ich ganz spezielle Schuhe an. Was ist noch in meinem Gymbag? Ich bin ja absoluter Influencer, also eine Powerbank. Eine Powerbank ist tatsächlich immer dabei und ich hoffe, die ist voll. Können wir testen, ob die voll ist? Geht die? Die geht. Okay, also eine Powerbank und mein Mobiltelefon natürlich. Aber das Allerwichtigste beim Training und in jedem Gymbag, und das sind sie wirklich, die Kopfhörer. Hier ganz klein und ich erzähle euch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich einem ganz netten Menschen empfohlen, diese Teile zu kaufen, weil die haben tatsächlich einen guten Klang. Ja, und da hat die sich gekauft, hat die nicht sauber gemacht, einmalig und hat sofort eine Ohrenentzündung bekommen. Also ihr solltet diese Teile dabei haben für die gute Musik, aber macht die Dinger sauber. Macht die sauber, ein kleiner Ratschlag von mir. Und die sollten immer geladen sein. Genau. Was habe ich noch in meinem Gymbag? Meine Wasserflasche, die fülle ich mir mal auf. Und dann gibt es Isolat, also nach dem Training Isolat. So. Was habe ich noch hier drin? Ach. Desinfektion für die Kopfhörer. Und das Allerwichtigste, aber auch richtig wichtig. Aber das betrifft nur Menschen, die so richtig krass Sport betreiben und so Bauarbeiterschwielen haben wie ich. Und zwar Pflaster und Tape. Einfach nur, um sich zu schützen, weil ab und zu platzen die Teile auf und dann tut es halt weh. Und deshalb dafür das. Natürlich dann noch eine Schere und Deo und ganz verschiedene Gummibänder. Ja.